Mein Name ist Manuel Heidinger, ich bin 38 Jahre und bin seit 2011 hier im Borromäus-Hospital als Krankengymnast, Physiotherapeut angestellt. Also man sollte keine Berührungsängste mit Patienten bzw. mit Menschen haben, man sollte offen sein. Also erstmal neben der schulischen Qualifikation, die im Moment dahin tendiert, dass man den Realschulabschluss haben sollte oder eine gleichwertige Ausbildung, sollte man doch etwas sportlich sein bzw. auch gut mit den Leuten kommunizieren können. Das ist ein kleines Bonus, den man haben sollte. Also meines Erachtens nach ist der Vorteil darin, dass wir hier im Borromäus Hospital sehr hohe fachübergreifende Patienten haben. Und somit haben wir auch immer eine hohe Abwechslung hier im Haus. Also es ist nicht, dass ein Tag wie der andere ist. Jeder Tag ist was Neues und jeden Tag sind auch neue Patienten da, neue Gesichter da. Also wenn man einen Patienten hier postoperativ hat und dann über die Tage, über die Wochen dann sieht, wie der Fortschritt an dem Patienten ist und wenn man ihn dann hier gesund wieder die Türen verlassen sieht. Also das ist immer ein schöner Aspekt, schönes Gefühl. Ich bin das Küken mit 38 Jahren bzw. seit 2011 hier und der älteste Kollege, der ist schon weit über 30 Jahre hier. Das zeigt dann auch, glaube ich, meines Erachtens nach, wie der Zusammenhalt hier auch ist, also wie gerne die Leute hier arbeiten. Aber hier ist es wirklich eine feste Substanz. Die Leute arbeiten wirklich schon seit Jahren zusammen und das gefällt mir meinen Kollegen. Also jeder weiß über jeden Bescheid hier. Wie eine kleine Familie.